Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem Melu und dem Justin. Moin moin, mein Aktiver. Servus. Heute haben wir wieder ein besetztes LU, aber das ist gerade unten im Channel. Und jo, der Herr Kollege wird weiterreden. Achso, ich wieder. Genau, Leute, heute sind wir nämlich gut besetzt, dank einem gewissen Kollegen, der hat sich heute mal angeschlossen. Das heißt, wir sind heute gut besetzt. Wir sind an der Zahl 1, 2, 3, 4 Leute im LU. Das ist ganz gut hier. Die sind nämlich jetzt gerade fleißig am Häckseln. Das Zeug kommt nämlich bei uns ins Silo und wir können in der Zeit hier fleißig weitermachen. Und die kann ich wieder weitermachen. Richtig. Kann ich jo. Aber eigentlich muss ich gleich mal zum Chef runter. Er kann jo. Eigentlich nämlich machen Sie das. Rechnung begleichen. Jo, Leitlein, vielen lieben Dank für euren ganzen Support unter die letzten Video. Und der Herr, bitte einmal aus dem Loot-Faktor aussteigen. Oh. Du bist genau der Richtige, den ich gerade brauche. Wen denn? Was denn? Dich. Ich habe ein Feld angesät mit eurer Maschine. Ungekrobert. Ja. Ja. Da brauche ich einmal eine Rechnung. 30.000 wegen nicht fragen. Welcher Spacken ist durch mein Feld gefahren? Wo? Wo? du Justin? Die Rechnung ist beglichen. Kannst dich wieder abmachen. Die Rechnung ist beglichen. Ah ja. Was ist denn das jetzt hier? Wie kriege ich das wieder auf? Das ist eine Scheiße. Aber das LU war das aber leider nicht. Ja, ja, wer sonst? Nein, wirklich nicht. Wer war denn das sonst? Ja, weiß nicht, vielleicht war es der Dominik. Die gehört doch zum LU. Die Junge, die sucht. Die Rechnung ist beglichen, fertig, Alter. Ich will das da einer durchfahren, vor allem, das ist schon wieder. Ich habe einen Auftrag für Sie, auch wenn Sie den ersten Mix lösen können. Ja. 43 und 62 bitte einmal ernten, mit Strohablage. 43 ist Sojabohnen betroffen. Das ist dritte Kale, Junge. Achso, okay. 43 und 62, alles klar. Richtig. Halt ist das LU mal wieder geil drauf. Also ohne Strohablage, okay. Mit Strohablage, ansonsten stehe ich ja Stroh durch den Arsch. Hallo. Was? Heute nicht sein, bitte. Wie Allah. Ich sag nur Monetarisierung also und so. Ja, Mädels. Tschüss, ne? Tschüss, ciao. Ich muss raus. Uiuiui. Jo, Herr Kollege, Sie haben gerade irgendwas gesagt, wo Sie irgendwas, keine Ahnung, Sie wollten irgendwas. Nee, ich hab das wegen der Rechnung gesagt. Na, weil ich vorher irgendwas gesagt hab, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal einen Silo-Ball einfangen. Als ob ich den gar nicht gesehen hab, Junge. Als wenn denn irgendeiner den rausgeschissen hätte, Junge. Jo, wie geht's denn, Herr LS-Profi AK Justin? Ziemlich gut. Das freut mich. Von Ihnen? Jo, ja, mir jetzt vom Arbeiten. Wo hast du denn gearbeitet? Der Rasenstein abgeschnitten. Terrassensteine geschnitten? Ui, Memo. Alter! Was haben Sie so gemacht in der Woche? Woche also ist ja viel. Das ist ja jetzt die vorletzte Woche, dann sind jetzt echt bei uns Ferien. Bei uns auch heute Abend. Ich habe noch ein paar Sachen. Was ich sagen kann, auf jeden Fall, dass bei mir erst morgen das Arbeiten anfängt. Das ist, kann ich sagen. Deswegen finde ich eigentlich ganz gut, dass wir heute aufnehmen statt morgen, weil ansonsten könnten wir morgen gar nichts aufnehmen. Aber jo, das passt sonst noch. Es passt. Ja, keiner. Ich hab Unkrautspritzen bestellt und keiner hat's gemacht, Alter. Ich mach's grad selber, weil das Halloween. Ey, wo schmeißt du jetzt eigentlich das Zeug hin? Keine Ahnung. Fahren die jetzt grad bei dir hin? Glaub ja. Die sollen das Zeug zu mir fahren von meiner Wiese. Der Kollege.
so hohl, Alter. Ganz ehrlich. Wie geht's Ihnen? Zu uns so. Gut. Wie läuft's mit Freundin, Familie und so? Freundin gar nichts, Familie gut. Das freut mich. Alter, ich bin ja schneller als hier vorne der Fendt, Junge. Was ist denn das? 1050, Alter. Sportler 53. 63 meinst du? Ja. Tut mir leid. Bin heute etwas verwirrt. Das muss einer klippen. Geil, Junge. Was denn? Der Profifahrer. Scheiße, ich häng mich selber fest. Ey, LS-Profi. Ey, wenn du da drauf wärst wegen jetzt einem Ballen, gell, ist es für Bodendruckveränderung, ne? Ich hau die Bodendruckveränderung gleich auf deinen Scheiß Hintern, Junge. Übrigens, wo ist die Scheiße eigentlich hin? Ich soll in mein Silo, nicht zum Chrissy. Ach so. Ich hau jetzt dich gleich mal. Ach so, Junge. Das ganze Zeug kommt jetzt zu mir rüber. Junge, jetzt fällt auch noch mit seinen Periodenballen über die ganze Wiese. Die einzige Periode, die ist dein scheiß Kopf, Junge. Das ist eine ganze Periode, Alter. Hallo, Alter, bitte freundlicher sein. Zu mir fahren. Das war's nicht. Ja, mit dir. Ich sag, ist nämlich meine Wiese und dann muss das Zeug auch ganz doll lieb, hab die ganz doll lieb. Ich steck dir gleich ein Bild in die Hand. Hallo. Was? YouTube-Freundlichkeit und Twitch-Freundlichkeit so genau. Ich gerade sowas von überhaupt nicht. Person kann nur aufregen. Achso, mein Freundin hat kurz geschnitten. Digga! Diese dumme Scheiße hier! Wer hat diese dumme Einfahrt hier gemacht, Alter? Du? Ey, Justin! Du... Nee! Ich guck mir die Frau auch einen LKW-Führerschein an, gell? Das LS-Profi. Gedöns bietet dir gleich mal einen fetten Dill durch den Arsch an. Jetzt mach dich raus hier, Alter. Kleiner Tipp. Dumme Scheiß einfach. Was? Nicht vergessen es. Ich hau dir gleich eine um die Ohren. Scheiß dumme Ausfahrt, Junge. Du sorg dafür, dass Zoe jetzt bei mir reinkommt, sonst donnerst. Ach, wieder raus, Alter. Ach jo. So eine dumme Kacke hier. Sie haben irgendwas früher wegen einem Mädchen angesprochen oder so. Keine Ahnung, was ich früher gerade habe. Ich hab gar nichts angesprochen. Ich hab mich da aufgeregt über das Mädchen. Was scheint's? Über Nils. Das na, Mädchen, das andere. Der Reisverkäufer. Weil ich früher was gesagt hab. Alter, das ist der Lul, ist auch über so eine. Reisverkäufer. So, da fährt es. Oh nee, Alter, wenn ich schon sehe, wie der. Ach du Scheiße. Was denn? Oh Mann, ey. Ich fahre aber 1-2 genauso wie ich, Alter. Ey, wo ist eigentlich mein Verdichtungsgerät? Chrissy? Ja? Wo mein Verdichtungsgerät ist? Weiß ich nicht. Ach so, weißt du nicht, okay? Das ist meins, okay. Das habe ich neu gekauft. Ja! Schau doch in meinen Shop. Ja. So geil. Komischerweise sehe ich hier keins bei dir. Das ist meins. Ja, ich habe gerade mal in ihrem Konto geguckt. Was machen Sie auf meinem Konto? Ich steht ja nichts.
Ja, es soll gleich du mit sein, wenn du verpfandest. Jo, mach ich, Herr Kollege. 400.000! Ja, ist klar, Junge. Was ey? Wie sagt man so schön, man muss sich mal mit den guten Leuten gut stellen, hä? Wie heißt es so schön? Wenn man was findet, darf man es mal behalten. Das heißt, ich hole mir eine kleine fette Schaufel und tue die Hälfte von deinem Mais mal bei mir überschmeißen. Das ist Gras und kein Mais, aber naja. Ja, Gras, Mais, alles gleich, riecht immer gut. Wisch Bescheid. Ich hol gleich wen anders dann recht, aber so gut. Cool, dann ritter mit den anderen. Ich glaub, die LU-Frau muss einmal mitspielen. Jo. Danke fürs Leaken, du Oma. Spaß. Hey, ich hab nur gesagt, damit der Chef mitspielen muss. Was soll denn das sein? LU. LU Mitarbeiterin, hast du gerade gesagt. LU Chefin. Ja. Er hat ihn zum Witz aus schlicht geheim verhalten. Danke dafür. Sorry, Leute. So, Herr Kollege. Achso. So, Herr Kollege. Was denn? Was haben Sie? Brauchen Sie irgendwas? Hallo? Es hat auch keinen Bock mehr auf mich. Herr Kollege? Reißt der Golf an. Oh. Ich soll anrufen. Scheiße, das weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Nein, Sie können ja nochmal Ihren tollen Kollegen schicken zum Mähen, weil unter meinem Hof die Wiese ist auch eher in der Reihe. Echt? Kann man die auch wieder wegwechseln? Ja, bei mir in Silo ab rein. Dann also alles weg ist in Silo, okay. Dann können Sie für den Preis sagen. Dann können Sie mir nicht erstmal schon das Zeug. Willst du mähen? Wenn sie mir das Equipment geben? Ja, BGM steht unten bei der Wiese, wo wir gerade sind. Einmal frei, dann hol ich mit dem Hopfenkind. Ja, wie immer halt, ne? Ne, wenn man halt viel arbeitet und schnell arbeitet, wird man halt am Ausgang fertig. Ja, ich weiß, dass sie schnell ohne am Tisch arbeiten. So, Herr Reisverkäufer, bitte nicht von der Arbeit abhalten, bitte jala jala machen. Kannst du mich wieder runter machen? Nee, tut mir leid, ich bin gerade so, sitz gerade so. Alles klar, nee. Ich ruf ihn nochmal kurz an, ja? Oh, scheiße, Mann! Hat alles zugemacht. Ah, ja. So. Boah, Junge, mit Tastatur zu fahren ist das Schlimmste, was du haben kannst. So, Herr Kollege. Ja. Ah, das war Selene, vielleicht in der nächsten Folge. Weil die Folge ist gleich schon wieder aus. So, da lang. So, Lele. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne ein Like da, schreibt gerne einen netten Kommentar. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, lasst gerne ein Abo da. Beim Herrn Kollegen nicht vergessen, vorbeizuschauen. Und jo, der Herr Kollege verabschiedet sich natürlich auch.
Ciao, ciao. Ciao.